Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt bei Rennwochenende Nummer 2 der Formel 2 Fahrerkarriere. Mit dem guten Carlin-Team. Wir sind hier schon in der Boxengarage. Sonniges Wetter in Jeddah. Gut, erwartet man natürlich auch nichts anderes. Ja, zusammenfassend zum ersten Wochenende noch ganz kurz. Wir konnten sozusagen die Pole einfahren im ersten Qualifying. Dann waren wir aber natürlich Zehnter für Sprint. Wegen dieser Formel 2 Regeln, nenne ich es mal, konnten uns dann von 10 auf 2 vorarbeiten und im Rennen durften wir vom Pol starten, irgendwie trotzdem, weiß nicht, ob das ein Bug war oder so, ob das einfach so ist, dass der Zweite dann einfach Pol steht und nur der Erste so nach hinten muss, keine Ahnung, ich kenne die Formel 2 Regeln nicht so wirklich. Ja, okay, auf jeden Fall konnten wir das Rennen auch gewinnen und damit sind wir jetzt 19 Punkte, glaube ich, in Führung in der Fahrerwärme aktuell, aber mal sehen, wie es jetzt mal hier in Twitter läuft, let's go. Oh, dieser erste Sektor, ey, wie langsam man den fahren muss, um irgendwie um die Kurve überhaupt rumzukommen. Ach du Pfand. Das ist ja wirklich gar kein Vergleich zu einem Formel 1 Auto. Das Ding schallert da durch, als gäbe es kein Morgen. Bin mal gespannt, wie die Formel 2 KI hier auf dieser Strecke ist. In der Formel 1 kennt man die ja so, dass die KI dort richtig scheiße ist, vor allem in diesem ersten Sektor. Bin ich mal gespannt, wie sehr Realität das hier in der Formel 2 ist. Ob die genauso scheiße bodenlos ist, im ersten Sektor vor allem? Oder, ja. Zur Not müsste ich die KI halt dann höher stellen. Ich habe keine Ahnung, wie die KI hier sein könnte. Für mich ist das immer eine ganz gute Runde, fehlerfrei. Und so wie man es halt machen muss, wenn man trotzdem weit vorne starten möchte. Die letzte Kurve muss jetzt leider noch passen, natürlich. Oh ja, und die passt, die passt, die passt. Ich dachte, das wäre erst spät, aber nein, die passt. Mal sehen, wo bleibt die EU stehen? Boah, über eine 1,40 dauert das schon mal. 1,43,1. Vor Theo Pocher schon mal. Ich war so am Sturm, mal sehen, wie weit vorne wir sind. Im Vergleich zu denen. Also, ich würde es nicht wundern, wenn viele, weil ja, man kennt ja die KI in Twitter. Das kann wahrscheinlich auch in der Formel 2, wird das wahrscheinlich nicht ganz anders sein. Ja. Das ist die Twitter KI, würde ich sagen. Auch in F1. Auch in F1 23 Formel 2 ist die, keine Ahnung, ist die nicht anders auf jeden Fall. Fast jeden Titel, oh Gott. Hey, aber Logan Sargeant immerhin. Der hat ja in Bahrain noch völlig verkackt. Der war ja nicht mal auf der ersten Seite dort im Qualifying. Jetzt ist er starker Sechster, muss man sagen. Und hätte fast auch noch hier mehr schaffen können sogar. Die beiden Bremer, Dacho war der, der diesen Sprint gewonnen hat. Wo startet? Ja gut, wir starten jetzt nicht von Polen. Wir müssten ja wahrscheinlich auf 10 ist hier starten. Das macht es immerhin schöner. Somit, ja, somit müssen wir uns trotzdem nach vorne kämpfen und das heißt, die wird jetzt wieder das Rennen auch gewinnen, logischerweise, weil es sind nur 7 Runden jetzt sogar. In Bahrain waren es 8 Runden immerhin. Und da hatten wir es halt auch nicht so einfach. Aber, ja, trotzdem, also mal sehen. Es war es, die gleiche KI wie in den F1 Spielen, der Mighty-Karriere zum Beispiel, die ganze Saison über, die ganze Karriere über. Und da hat es immer gepasst, aber gut. Ja, aber Jeddah ist immer so eine Strecke, na, das wisst ihr, denke ich selbst. Die ist echt, puh. Echt sehr bodenlos, was die KI angeht. Aber eigentlich nur im Qualifying. Im Rennen geht es dann wieder. In der Formel 1 zumindest. Aber vor allem im Qualifying ist die hier echt immer richtig bodenlos. So, okay, da werden wir. Auf Platz 10 müsste das sein, wie ja in Bahrain von der Pole aus. Auf Platz 10 halt umgekehrt das Top 10 halt. Ja, auf Soft, man könnte. Bin mal gespannt, ob jemand mit Medium F macht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwer macht. Los geht's direkt. Aber man soll ja nie sagen, ne? Oh, immer schon mal ein guter Start. Westi kommt nicht so gut weg. Der ist wie Daru war, la, yeah. Jetzt mal vorsichtig lieber hier. Das war bitte sehr vorsichtig. Da. Ja, lieber keinen Schaden zu ziehen. Ne? Das kann schon alles kaputt machen dann. Oh, ich leck das hier auf mir.
Ja, Westi war. Oh, Junge, werd ich jetzt langsam, Alter, da konnte ich noch gerade so ausweichen. Aber einen Platz schon mal gewonnen, immerhin ist ja Ausweich gegen Daruwala. Nee, das kann man mit vom Einsatz vielleicht machen, wenn man so einen De Vries vielleicht da vor der Nase hat, aber nicht mit Formel 2, also die sowieso schon so schwer zu lenken sind, dann auch noch nicht mal so langsam, wenn man vor der Nase hat. Vor allem, weil die aus ja auch alle gleich schnell einziehen, ne? Weil SF4? Ah, nee, doch nicht. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt erstmal ein bisschen schwer sein wird, da vorbeizukommen. Einigermaßen. Vor allem, wo es DS noch nicht freigegeben ist. Oh, jetzt hält Vollgas. Oh, Alter, das war ein richtig guter Ausgang. Ah, wie kommt man vorbei? Das ist halt keine direkte Gerade. Die Gerade ist halt, die ist halt so ein bisschen kurvig, wie man sieht. Oh, jetzt. Oh, oh. Das ist wahnsinnig. Das ist doch wahnsinnig, da du. Oh, aber wie wir uns da vorbeigequetscht haben. Aber irgendwie versucht Platz zu lassen. Aber das war schon ganz schön brutal jetzt mit der Pressstange vorbei. Aber wir sind vorbei und auch keine Berührung. Eigentlich war genug Platz, auch wenn ich mit der Pressstange versucht habe, aber trotzdem sind wir vorbei. Oh, wir sind einfach schneller als die hier. Sergeant ist vor uns, ja klar, unser Teamkollege. Auch schön, den auch mal auf der Strecke zu sehen, haben wir im Bahrain nicht wirklich getan. Oh, die Autos, die machen echt Spaß. Oh, oh yeah, auf den Körb. Oh, jetzt wollte ich den irgendwie ausbeleunigen und früh aufs Gas, schwungeln und früh aufs Gas und dann irgendwie hier zu kriegen, aber puh, das hätte jetzt auch ins Auge gehen können. Leichte Wandberührung dadurch auch. Ja, hier sind Fehler auch nicht wirklich erlaubt, ne? Die Wände sind ja so eng. Ein Fehler und der Flügel kann ab sein. Und nicht unbedingt nur das. Vielleicht ist auch das Rennen beendet. Obwohl die Formel 2 das halten ja besser aus alles als die Formel 1, wie wir ja wissen. Da außen vielleicht? Ah, nee, da kann man nicht genug Schwung. Aber jetzt vielleicht, oder? Komm! Es wäre halt alles einfacher, wenn die Autos nicht gleich schnell wären. Dann wäre alles so viel einfacher. Also, wirklich, wir kommen nicht ran. Aber da fahren wir die nächste Runde zumindest. Jetzt ja. Jetzt aber. Jetzt hier immer rein sich zumindest zeigen. Und da außen. Oh ja, yeah, wieder fast die Wand drunter. Immer noch nicht vorbei. Ja, ist noch da. Der ist das Daruwala. Mit dem, was von den Bahrain zu tun haben, so ziemlich. Uiuiui. Ja, wir sind vorbei, ja. Es geht auch ganz gut nach vorne trotzdem. Platz 7 zumindest schon mal. Das sind auch schon Punkte jetzt. Oh, davon geht's ab. Jetzt haben wir Sergeant vor der Nase. Unseren Teamkollegen hier haben wir hier schön am Heck stehen, Karlin. Das sollten wir auch auf unserem Heck haben. Weil da wir selber Auto, glaube ich, haben. Oder ist das wieder ein anderes Design des Autos jetzt, auch wenn wir Teamkollegen sind? Das sieht man hier fast noch aus. Ja, das ist doch so, ne? Ja, ist Williams. Wir sind Teamkollegen, aber er fährt Williams und wir fahren Red Bull sozusagen. Ja, das kapiere ich irgendwie nicht, warum wir Teamkollegen sind, aber trotzdem unter verschiedenen Teams fahren. Insgesamt, also ich kapiere ich nicht. Selbe Name, aber er fährt ein Williams Junior hier Auto und wir halt Red Bull. Das check ich nicht, das ist ja im Grunde bei jedem fast so. Gibt da 8 Red Bull Fahrer, 4 Red Bull Teams eigentlich, also 4, ja, also ja. Aber trotzdem immer wieder gerne andere Autos trotzdem mit. Sergeant vs. Williams. Hätte mich gewundert, wenn der Red Bull Fahrer wäre irgendwie, der fährt da Williams eigentlich irgendwie live. Das ist krass. So, come on. Sergeant. Oh, sehr guter Ausgang. Sehr guter Durch. Oh ja, ja, jetzt aber. Jetzt aber soll das doch hoffentlich mal reichen. Na, also das DS natürlich. Oh, man kommt hier kaum ran und kaum näher. Wenn wir so guten Wind haben, kommen wir halt kaum näher. Aber jetzt können wir auf jeden Fall was machen. Okay, es war aber fast noch Drugovic da hinten abgeballert. Aber mal ordentlich. Aber wir sind vorbei, ey. War ja nur etwas mehr als mit der Pressstange, ne? Aber wir sind vorbei. Ah, nee, lieber nicht. Warten wir lieber mal noch bei Drugovic. Boah, jetzt wollte ich hier innen überlegen, aber jetzt hat er verteidigt, der Drugovic. Wir haben hier einen guten Ausgang bekommen irgendwie. Ja, das hat doch gut geklappt. Wir können ihn zum Verteidigen zwingen zumindest. Oh ja. Oh nein. Oh, 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 wir.
Na, noch, nein, noch sind wir nicht vorbei. Das war sehr viel gebremst da außen. Oh, aber jetzt sind wir vorbei. Oh, was? Die Moves sind echt sehr riskant manchmal, meistens, aber sie funktionieren irgendwie dann trotzdem. Und Platz 5 mal wieder, mit wieder der schnellsten Runde. Direkt in Runde 2 oder Runde 3 gefahren. Also immer noch geht, wir sind schon in der vorletzten Runde halt. Kann doch sein, dass das schon bei Platz 5 jetzt war. Geht dann noch einer? Irgendwie für Hauge mindestens. Ich glaube, Hauge kann wir noch gehen, wenn wir jetzt alles perfekt hinbekommen. Kann ich mir vorstellen, dass wir Hauge noch kriegen können. Jetzt muss diese Kurve natürlich passen. Ja, die passt. Wenn wir brauchen wir gleich ein bisschen Mut auf der, in der Kurve, wenn wir den noch haben wollen. Möglicherweise, aber es ist schon echt. Naja, okay, wenn die langsam werden. Oh, er passt auf. Oh, das war aber cool. Das war wirklich spät auf der Treffstange. Oh, war ja. Oh nein, das wird knapp. Das wird ein Fotofinish. Das wird ein Fotofinish. Oh, komm. Alter, das ist ja Fotofinish. Ich glaube, wir haben es nicht ganz geschafft. Wir sehen wirklich exakt gleich gewesen auf die Geraden. Alter, das muss ein Tausendstel oder so gewesen sein. Junge. Wir haben nichts aufgeholt auf der Geraden jetzt. Ach du Fande. Alter. Ah, es war doch ein ganz persönliches Rennen mit Platz 5 noch, aber wie eng war der Abstand am Ende? Ja, 6000. Um 6000. Platz 4. Naja, gut. Ist egal. Die nächste Runde haben wir aber noch. Damit haben wir sogar trotzdem genauso viele Punkte wie Hauge am Ende. Krass. Und haben 3 Punkte weniger als Vips. Wer ist denn eigentlich zweiter in der WM jetzt? Ach, ist sogar Vips gerade. Oh, die beiden Hittech, ach keine Ahnung wie das Auto heißt. Immer nur 19 Punkte jetzt. Ja klar, wir haben ja die 2 Punkte vom Qualifying halt wieder, ne? Denken Sie mal nicht dran, dass er im Qualifying diese 2 Punkte es halt gibt. Ja, 3 Punkte ist auf Vips verloren. Insgesamt mit Qualifying halt mit diesen 2 Punkten. Bin mal zwar, wo wir jetzt stehen im Hauptrennen. Jetzt sind wir halt nicht Zweiter, sondern Fünfter. Keine Ahnung, ob wir da jetzt bleiben, ob wir weiter nach hinten gehen, ob das nur für den Zweiten gilt, dass der dann auf Pol starten darf und der Rest dann nach hinten irgendwie, keine Ahnung. Wir werden gleich sehen. Wir sind so gut wie bereit. Und so sieht die Startausstellung für das heutige Rennen aus. Der Witzbold startet aus der Pole Position. Und Marino Sato steht daneben. Die restliche Startausstellung sieht wie folgt aus. Besti, Daruvala, Dennis Hauger, Sargent, Drugovic, Williams, Phipps, Clément Novalak, Caldwell, Calderon, Jake Hughes, Theo Pocher, und Armstrong, Fittipaldi, Iwasa und Ralf Boschow. Vershaw, Duhem, Nissany und Lamoré Codel ist die Startaufstellung komplett. Jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ah nee, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich es endlich mal gecheckt, wie das funktioniert. Die Pole, die man am... Ja klar, wie in der Formel 1 eigentlich, wenn man es so wie das... Ja. Wenn man die Pole halt einfährt, wie man sich halt den Qualifying platziert, ist fürs Hauptrennen dann die Startaufstellung halt. Und nur im Sprint geht es dann mit der umgekehrten Reihenfolge. Also egal, wo man dann landet, aber wenn man ausfällt im Sprint dann am Ende, aber man stand auf Pole erst, ist man dann im Hauptrennen trotzdem auf Pole, so rum, ne? Also, ja, hab's endlich auch immer gecheckt, du Idiot. Hatte lang genug gedauert, um mit Medium zu starten, okay. Ja gut, das könnte natürlich ein einfaches Rennen werden, aber mal sehen, nicht. Glaubt das noch nicht so unbedingt, aber wir werden ja gleich sehen. Los geht's. Oh, ja, okay. Wir haben erstmal jetzt die Mediums. Schon mal ein Nachteil auf jeden Fall. Schon mal der Start ist zumindest sehr gut. Und auch besser als die von jedem anderen da, gefühlt. Würde ich jetzt ein bisschen... Vielleicht wäre es ein bisschen holprig jetzt hier irgendwie klar zu kommen mit den Mediums. Immer wieder dieses schöne Laggen. Perfekt. Sato ist Zweiter, ja stimmt, der hat sich im Vorfeld auf Platz 2 qualifiziert. Boah, die Medis haben noch gar keinen Clip. Eieieiei. Aber irgendwie machen die trotzdem noch gerade keinen richtigen Druck. Ja, wohl, 5 Zehntel, 4 Zehntel, naja, doch, ich will ein bisschen Druck machen eigentlich. Aber wir haben dann im letzten Zehntel halt die weicheren Reifen.
Boah, wir können es mal nicht absetzen. Boah, ist er gegen die Wand gefahren, weil ich hier gerade im Spiegel geguckt habe. Und da kommt nur der Angriff von den Kollegen. Und wir können uns irgendwie durchsetzen. Jetzt ist der nächste Windschatten von dem, den er bekommt. Ja, Achtung, Achtung, wir haben dann halt den zweiten Sinn, die besten Reifen. Wieso macht er eigentlich nichts? Oh nein, nein, das war ein bisschen zu spät. Das gibt gleich Sato die Chance, aber die wird er nicht nutzen, weil wir einen besseren Ausgang dafür bekommen. Ja, vielleicht der nächste Konter jetzt. Ja, den gibt es auf jeden Fall. Aber auch das können wir vereiteln. Sehr gut. Jetzt hat das erste Mal ziemlich das DS freigegeben. Boah, Alter, ich bin wieder knapp jetzt an der Wand. Boah, aber da kommt er halt kaum ran. Obwohl er DS hat. Da merkt man, wie gleich die Autos drauf sind. Aber die Minen sind echt nicht so geil. Die sind davon echt ziemlich groß unter Druck. Oh nein. Oh, da kommen die ersten in die Box. Oh, das könnte problematisch für uns werden. Am liebsten würde ich sowieso in die Box kommen, aber noch wird uns nicht angezeigt, dass wir reinkommen sollen. Oh, so große nächste Runde! Wow, okay, Pouchère kontert aber deutlich. Was? Pouchère hat ja richtig deutlich gekontert mit fast einer Sekunde. Wow. Okay. Das ist nicht so gut, wahrscheinlich. Ja, wir sollen in der Runde alles geben, um vielleicht irgendwie dann doch vorne zu bleiben. Aber ich glaube fast, das geht gar nicht. Weil die haben jetzt schon in zwei Runden dann frischere Reifen. Als wir. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt rein. Ich glaube, der hat immer noch nicht gesagt, dass wir reinkommen sollen, oder? Aber wir fahren es einfach rein. Ich habe jetzt ganz ehrlich keinen Bock, dann noch länger zu fahren. Oder kommt Sartin jetzt rein? Oh, perfekt eingelenkt. Ah, ne, sieht nicht so aus. Sehr gut. Oh, 4,2 ist, denke ich, ganz okay. Ah, ich glaube, die werden es haben, oder? Oder es wird einfach knapp, es wird knapp. Aber wir sind vorne geblieben. Aber die hier im Duell sind Hauke und Sato, deswegen war feinlich. Weil eigentlich war es so nicht mehr gefühlt schnell, was wir da gerade gemacht haben mit den Soft, mit den Mediums. Oh, sehr gut, Mann. Oh. Jetzt versucht eine gute Inlap, eine gute Outlap zu fahren oder so. Wie viel kosten diese Zeit, Junge? Nicht normal. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 5,5 Sekunden. Warum war das mit der nächsten Runde? Ja, die fahren immer noch weiter. Warum? Warum? Ich kapier's nicht. Ist ja Pflicht ein Stopp, ne? In dem Hauptrennen. Eigentlich schon, wieder von 1. Muss es ja wohl gleich sein. In Bahrain hat es ja auch jeder gemacht und sich dran gehalten. Aber wir sind jetzt gleich in der Folie zur Runde. Waren die wirklich, war auch unser Stopp erst eigentlich so spät geplant gewesen? Ja, also ich habe da jetzt nicht dagegen jetzt schon auf jeden Fall drin gewesen zu sein, weil die Softs finde ich viel besser an. Das kann ich schon bestätigen. Und wir sind ja viel schneller als die da vorne. Also eigentlich ist das echt nicht schlecht, was wir machen. Ja, jetzt sind die alle mal in der Box. Außer einer. Oh, der ist jetzt aus. Na gut, ist mir egal erstmal. Einer fährt noch weiter. Der geht wirklich erst in der letzten Runde in die Box. Wie dumm ist das denn? Iwasa, Alter. Oh, Frederik Westi mit der 45-4. Oh, wir haben noch nicht die letzte Runde mit den Softs. Die fahren ja alle Mediums hier. In diesem Bereich. Und die bekämpfen sich für ihn. Also die waren gerade auch gar nicht schneller als Hauger, ne? Wie ich nur mal gesagt haben.
Wir sind jetzt nur weiter weggekommen wieder, weil der hier mit Sato in dem Duell ist. Aber sonst, gerade als die kein Duell hatten, sind wir da nicht weggekommen. Obwohl wir Softs haben, das ist ein bisschen, naja gut, kann es egal sein, wenn wir getroffen jetzt eben noch führen, aber... Ich finde das Runde 5 Uhr noch gern, wenn überhaupt, ne? Wenn die noch irgendwie geht, würde ich die auch gerne mitnehmen. Guck mal, Erstsektor, was sagt der? Immerhin schon mal grün. Ja, auch im Mittelsektor grün. Jetzt hat in der letzten Runde fährt es wirklich der Iwasa auch noch rein. Das macht ja gar keinen Sinn, so lange mit den Mieten zu fahren und nur eine Runde mit den Softs. Aber gut, ist ja nicht unser Problem. Wird sich nächste Runde vielleicht. Komm, komm. Ja, knapp eine Zehntel schneller als Puffer. Nice. Wenn der Theo nicht noch kontern kann jetzt irgendwie durch puren Zufall, dann haben wir nur den extra Punkt. Oh, die bekämpfen sich, die tun sich den Sieg schenken, Junge. Wie die sich bekämpfen. Eigentlich sind wir gar nicht wirklich schneller als Hauger. Aber durch die Duelle verlieren die eine Sekunde ungefähr. Man kennt ja auch Trader, da kosten die Chef extra Langzeit meistens. Das sieht man auch hier in der Formel 2 offensichtlich. Und da werden wir jetzt auf den, in den letzten Metern dieses zweiten großen Preis. Es scheint so, als wenn wir das zweite Mal das Hauptrennen schon gewinnen. Werden wir die letzte Kurve jetzt nicht verkacken. Und das tun wir nicht. Und dann ist es auf jeden Fall geschafft. Der zweite Sieg im Hauptrennen hintereinander. Im Sprint allerdings haben wir noch kein einziges Mal gewonnen. Ja gut. Wer auch immer vorne, dann müssten wir mal mit Abzug vom Platz 10 starten vielleicht. Dann könnten wir es schaffen, aber im Hauptrennen gibt es halt erst die großen Punkte, im Sprint gibt es ja nur diese 8 oder so. Somit ist im Hauptrennen wichtiger und somit ist es wichtiger, im Qualifying abzuliefern. Wie Sie sehen können, ist es Zeit für die Siegerehrung. Unter unserer Kommentatorenbox flippt das Team von Carlin beim Einlauf ihres Champions förmlich aus. Was für ein großer Sieg, der dem Team sehr viel bedeutet. Boah, so wieder so eine fette Punkteausbeute. Aber ich glaube, diesmal nicht so viel wie in Bahrain auf jeden Fall. Ich habe mir in Bahrain, wir haben jetzt, ich habe mal nachgeguckt, wir haben 70 Punkte jetzt. Ja, da in Bahrain hatten wir dann so mit 37 Punkte geholt. Also nur 4 Punkte weniger insgesamt. Ja klar, wir wurden ja da Zweiter im Sprint und hier jetzt nur 5 in Anführungszeichen. Und mit der, die schnellste Runde hatten wir hier auch in Bahrain, meine ich. Gut, und hier auch. Die Rangliste. Was zur Hölle? Nach 2 Rennen, Junge. Was hat denn Sato? Na, Sato. Ja, der hat nur im Sprint einen Punkt geholt. Beziehungsweise hat nur im Rennen 15 geholt, weil Dennis Hauger. Wo ist denn der gestartet eigentlich? Dennis. Ach so, von 5. Boah, ist nicht so schlecht, wenn man dann von 5 auf 2 landet. Das ist auf jeden Fall mal nicht so viel. Boah, der hier ist von 17 auf 8. Wow. Nicht schlecht. Wo haben wir den Theo Pocher eigentlich? Und der ist so 9. Ach nee, hier der Kollege, Frederik Westi war es ja. Der war, naja, eine knappe 10. Waren wir schnell aus die schnellste Runde von dem. Also dem konnten wir die schön abluchsen. Nenn ich mal Sarge mit den weiteren Punkten auf Platz 7. Mit 6 weiteren 10ern, die auch wichtig natürlich sein können oder sind. Ja, und dann würde ich sagen, war es das auch schon. Beim nächsten Mal sehen wir dann beim großen Preis von Imola, glaube ich, wenn ich mir da so die Karte gerade ansehe. Also das hier beim zum nächsten Session. Wenn ich mir das so richtig ansehe zumindest, glaube ich zumindest, dass jetzt Imola dran ist dann. Ja, ich glaube irgendwie schon, dass wir auch noch schwere, oder ist das, die müssen die nicht eigentlich von der Baku fahren? Imola ist ja nach Baku eigentlich dran. Oder sehe ich das gerade falsch? Und das ist Australien. Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Oder hat die Formel 2 vielleicht einen anderen Kalender, dass Imola vor Baku ist? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Das war es auf jeden Fall jetzt erstmal. Es kann ganz so weitergehen, aber ich glaube, es wird auch noch schwerere Wochenenden geben. Das war es jetzt. Bis zum nächsten Mal und ciao.